Es ist eines der großen Versprechen der FDP zur letzten Bundestagswahl gewesen, die Einführung einer Aktienrente. Die könnte allerdings jetzt ausfallen oder sich zumindest erheblich verzögern. Alle Details dazu jetzt im neuen Video bei Northern Finance. Mein Name ist Alex Black. Ja, die Aktienrente. Wieso ist die eigentlich so interessant? Die Aktienrente beschreibt ganz einfach gesagt, ja, den Übergang vom traditionellen umlagefinanzierten System, in dem heutige Arbeitnehmer, heutige Rentner direkt finanzieren. Hier beschreibt es einen Umbruch mit diesem alten System, in dem ein Teil der Einzahlungen nicht mehr direkt an die Rentner gehen, sondern in ein langfristig angelegtes Aktienportfolio, das von der Bundesbank verwaltet wird und das dann eben auf einen Zeitraum von 15 Jahren das Geld hier in Unternehmen anlegt. Und da die Börse langfristig attraktive Renditen erwirtschaftet, bei 15 Jahren plus Anlagezeitraum, kann das dieses umlagefinanzierte System langfristig stark entlasten, das eben so nicht mehr tragbar ist aufgrund vom demografischen Wandel. Und dieser wichtige Vorschlag, weswegen auch viele junge Wähler die FDP bei der letzten Bundestagswahl gewählt haben, ja, der fehlt jetzt im neuen haushaltspolitischen Entwurf, der veröffentlicht wurde. Hier ist kein Wort mehr drin zur Aktienrente, obwohl es nicht nur im Wahlprogramm der FDP stand, was ich übrigens auch hier mal analysiert habe für Anleger, sondern auch im Koalitionsvertrag, den ich ebenfalls analysiert habe. Beide Links auch unten in der Videobeschreibung, nicht nur hier in der Infokarte. Ich habe auch dazu ein sehr spannendes Interview geführt mit dem rentenpolitischen Sprecher der FDP, Johannes Vogel, und er hat mir auch versichert, ja, das kommt, es ist wichtig, dass das kommt. Wie wir auch hier an dieser Grafik sehen, würde ohne eine Aktienrente der Beitragssatz über die nächsten Jahre und Jahrzehnte enorm steigen, bis auf 25%. Und gleichzeitig würde das Rentenniveau trotzdem sinken. Das heißt, wir zahlen in Zukunft deutlich mehr, während wir als Rentner deutlich weniger bekommen, weil wir eben den demografischen Wandel haben. Und hier sagt dann eben die FDP und auch andere, dass es ja eine Abkehr von diesem umlagefinanzierten System braucht hin zu einer Aktienrente, bei der eben ein Teil der Einzahlung ja in die kapitalgedeckte Altersvorsorge automatisch fließen soll. Konkret steht im Haushaltsentwurf aktuell, dass es einen Zuschuss von 10 Milliarden in die Rentenkasse geben soll, aber nichts darüber hinaus. Es ist klar, dass es auch für die Aktienrente diesen Zuschuss braucht, aber dass sie komplett hier fehlt in diesem Vorschlag, das sollte einem doch Sorge bereiten, wenn man sich auf die Aktienrente gefreut hat, denn die Chance ist jetzt sehr hoch, dass sie dieses Jahr zumindest nicht mehr kommt. Der rentenpolitische Sprecher Johannes Vogel von der FDP sagt dazu, dass dies nur ein erster Entwurf sei und bis zum Juni zum Beschluss noch viel Zeit vergehen würde. Tatsächlich ist aber gar nicht mehr so viel Zeit vorhanden, wenn wir uns mal ja, die Zeitachse anschauen, die hier beim Finanzministerium selbst veröffentlicht wird. Wie wir sehen, hat der Bundestag den Haushalt in erster Lesung schon beraten mit dem Entwurf, den wir eben gerade hier auch diskutieren, wo die Aktienrente fehlt. Und darin stehen nur die 10 Milliarden Euro als Zuschuss, als einmaliger Zuschuss hier. Johannes Vogel sagt, dass hier noch dieses Jahr weiter ausgearbeitet wird, wie konkret die Aktienrente denn aussieht und dass sie hier auch noch dazu kommt. Ich persönlich bezweifle, dass es dieses Jahr noch der Fall sein wird, einfach weil noch gar nichts hier im ersten Entwurf drinsteht. In einem Monat kommt dann noch der Ergänzungshaushalt dazu, aber dass es hier zur Aktienrente kommt, ist aktuell meiner Meinung nach relativ unwahrscheinlich, da noch nicht mal hier ein Entwurf vorhanden ist. Danach folgt dann die zweite und die dritte Lesung und danach beschließt der Bundestag bereits den Haushalt. Danach kann man daran nichts mehr ändern, dann ist das Ganze beim Bundesrat und dann ja, wird es beschlossen und ein paar Wochen später so veröffentlicht und dann auch umgesetzt. Johannes Vogel sagt dazu, zurzeit arbeitet die Regierung an einem Modell, wie die Aktienrente, so wie im Koalitionsvertrag festgehalten, im Detail umgesetzt wird. Entscheidend ist dabei, dass ein gutes Modell vorgestellt wird, nicht in welcher Kalenderwoche das genau passiert. Aktuell warte ich auf den Vorschlag der Regierung hierfür. Aktuell sieht es wohl so aus, dass die Aktienrente dieses Jahr dann nicht mehr kommt, auch wenn hier noch Hoffnung besteht, dass es der Fall sein sollte. Aber wahrscheinlich wird die Aktienrente ja verschoben, bis ein ordentlicher Entwurf denn mal vorliegt.
Ob sie dann nächstes Jahr auch kommt, ist unklar, aber die Regierung hat jedenfalls in dieser Legislatur noch ein paar Jahre Zeit, um das Ganze umzusetzen. Aber dieses Jahr kommt die Aktienrente sehr wahrscheinlich nicht. Gründe hierfür gibt es, glaube ich, einige. Den Krieg in der Ukraine, dass die Wirtschaft sich immer noch nicht von der Pandemie erholt, sondern weiter nur ja, dahin siecht so ein bisschen. Also eine wirkliche Erholung war das noch nicht. Und dann haben wir auch noch die sehr hohen unerwarteten Ausgaben für die Bundeswehr von 100 Milliarden Euro. Ich bleibe aber an diesem wichtigen Thema dran und ja, werde es auch nicht irgendwie versinken lassen. Ich bin persönlich daran interessiert, aber auch ganz viele hier von der Community sind es. Und deswegen werde ich hier dranbleiben und bei wichtigen Updates hier immer ein Video dazu drehen. Wenn dir das gefällt und du das nicht verpassen möchtest, lass mir ein Like und Abo da, um das auf gar keinen Fall zu verpassen. Gut, mich führt das aber zu einem noch größeren Punkt, dass die Aktienrente jetzt eben nicht kommt, obwohl ja eben ganz groß im Koalitionsvertrag auch stand, dass sie kommt. Die Zeit. Die Zeit geht hier wirklich ein bisschen verloren und Zeit ist ein unglaublich wichtiger Faktor, wird extrem unterschätzt. Und während die Ampel ja noch diesen Entwurf richtig ausarbeiten will, so hast du persönlich keine Zeit, bis du dann ja mal in der Rente Kapital brauchst. Hier geht wertvolle Zeit verloren und wer jetzt ein Trinkspiel daraus gemacht hat, jedes Mal, wenn ich Zeit sage, muss ganz schön oft trinken. Es geht mir aber um den Zinseszins. Und der Zinseszins ist wirklich nicht zu vernachlässigen, wenn du dein Geld langfristig anlegen möchtest. Denn je länger du dabei bleibst, desto höher wird der Zinseszinseffekt. Albert Einstein soll mal gesagt haben, dass der Zinseszins wohl das achte Weltwunder wäre. Ich weiß nicht, ob das Zitat wirklich von ihm kam, aber dieser Effekt ist enorm und je mehr Zeit man hat, desto stärker wirkt er. Und wenn man hier eben ja, am Anfang nicht handelt, wenn es eben nötig ist, dann verpasst man viel von diesem Effekt. Machen wir mal eine Beispielrechnung. Sagen wir, du legst über 40 Jahre 200 Euro monatlich an bis zur Rente. Und einmal hast du diese 40 Jahre Anlagezeitraum und einmal fängst du 5 Jahre später an, wie vielleicht jetzt auch die Ampel ein paar Jahre später. Was ist der Unterschied am Ende, wenn du 40 Jahre versus 35 Jahre 200 Euro monatlich anlegst? Naja, am Ende hast du dann statt 648.000 Euro nur noch 431.000 Euro. Das sind mehr als 200.000 Euro Unterschied am Ende in deinem Kapital, das du aufbaust, in gerade mal 5 Jahren, die du später angefangen hast. Anders gesagt, hast du 50% mehr, wenn du 5 Jahre früher anfängst. Und genau das fehlt jetzt eben bei den Plänen der Ampel. Hier ist wirklich Eile geboten. Der demografische Wandel, der hört nicht einfach so auf. Und irgendwann muss jeder von uns auch mal in die Rente gehen, dann kann man einfach nicht mehr arbeiten. Und da ist es super, super wichtig, frühzeitig anzufangen und sich hier keine Zeit zu lassen, zu sagen, ja, mache ich irgendwie später noch, sondern man muss wirklich starten und hier dabei sein. Diese 50% Zusatz, die du eben hast, wenn du 5 Jahre früher anfängst, die sorgen unter anderem für Sicherheit, falls die Rente, die staatliche Rente nicht ausreicht, wenn du einfach nicht genug gesetzliche Ansprüche vielleicht hast, dann hast du dir privat noch was aufgebaut, das das Ganze bezuschussen kann. Auch kannst du Hilfe anderen Personen dadurch leisten, zum Beispiel Familienangehörigen, die Geld brauchen. Wenn du Geld hast, kannst du es ihnen geben. Wenn du kein Geld hast, ja, dann wird es schwierig. Darüber hinaus hat man jede Menge Freiheit, auch im hohen Alter, wenn man ein gewisses Kapital aufgebaut hat. Viele Leute denken da zum Beispiel daran, die Welt noch ein bisschen mehr zu entdecken, also reisen. Die Deutschen sind ja auch Reiseweltmeister lange Jahre gewesen, mittlerweile von den Chinesen überholt. Aber trotzdem reisen die Deutschen sehr, sehr gerne. Das kann ich persönlich auch gut nachvollziehen. Darüber hinaus kommt dann natürlich auch noch die eigenen Ziele, die man hat oder Wachstum. Das heißt eine gewisse Selbstverwirklichung, vielleicht von einem Hobby, das man mehr angehen möchte. Dafür brauchst du natürlich auch Geld und natürlich auch Macht. Wenn man Geld hat, hat man Macht, man kann die Zukunft mitgestalten oder man kann auch das Erbe sehr wohltätig verwenden, je nachdem, wie man hier eben vorgehen möchte. Aber das geht nur, wenn man Geld hat und nach dem Ableben dann eben auch noch. Gut, um das zu erreichen, brauchst du ein Depot. Und aktuell bekommst du 20 Euro geschenkt beim besten Depot aktuell in Deutschland bei Scalable Capital Broker. Hier hast du jede Menge ETF und Aktiensparpläne, die größte Auswahl am Markt, das bei 0 Euro Kosten. Den Vergleich mit Trade Republic habe ich dir hier verlinkt und auch unten in der Videobeschreibung. Ein ETF-Sparplan ist gerade in den Zeiten, die wir jetzt haben, mit einer wirtschaftlichen Stagnation und hoher Inflation
eines der besten Mittel, das du nur hast, um Vermögensverluste langfristig auszugleichen. Gold und andere Möglichkeiten gibt es hier auch noch, aber ich persönlich bin der Fan von ETFs. Alles dazu zur Stagflation und zur aktuellen wirtschaftlichen Lage habe ich dir auch nochmal hier in der Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Fakt ist aber, dass die Aktienrente nichts anders machen wird als einen ETF-Sparplan oder einen Aktiensparplan. Man will hier auch breit das Geld anlegen und die Auswahl der Aktien und die Analyse, die ist vielleicht ein bisschen intensiver bei so einem großen Staatsfonds, aber das gleiche Prinzip gilt hier wie auch beim Privatanleger. Breit gestreut, nie bereut. Und von daher, wenn du es noch nicht getan hast, greif der Aktienrente einfach vorweg und mach deinen eigenen ETF-Sparplan auf. Denn Zeit ist Geld, wenn es um deine Finanzen geht, wenn es um deine Vorsorge geht. Und während die Regierung damit sich noch Zeit lässt, das kann sie vielleicht auch, interessiert sie jetzt nicht so viel, kannst du dir nicht wirklich viel Zeit lassen, sondern musst anfangen, frühzeitig, das lohnt sich. Und meine persönliche Meinung dazu ist, es ist schade, dass die Aktienrente jetzt sehr wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr kommt. War ein bisschen vorhersehbar vielleicht, dass nicht alles gleich sofort umgesetzt werden kann. Ich hoffe natürlich, dass die Aktienrente trotzdem noch kommt, aber ich persönlich verlasse mich auf gar nichts bei der Regierung, mache mein eigenes Ding, meine eigene Vorsorge und damit fahre ich immer noch am besten. Das ist meine persönliche Meinung. Sag mir deine dazu gerne unten in den Kommentaren. Ich freue mich wie immer auf den Austausch, wenn dir dieses Video gefallen hat. Lass mir ein Like und Abo da und damit wünsche ich dir eine gute Rendite. Bis zum nächsten Mal.